mit vorgehaltener Waffe. Nehmen wir Schleichen rein. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, Ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... lösen die Schrauben an einigen Rohren. Wenn das Wasser aufgedreht wird, wird das Badezimmer überflutet. Boah, wie gemein. Legen einen Knallfrosch in die Toilette, das wird schon verkauft. Schön. Das muss ich unbedingt, muss ich mir merken. Nächstes Mal, wenn ich bei meinem Bruder bin, dann hier Knallfrosch in die Toilette. Wenn er auf Klo geht, bum, bum, bum. Brechen den verschlossenen Arzneischrank auf und tauschen seine Bluthochdruckmedikamente gegen Zuckerpillen aus. Boah, gemein. Manipulieren die Stromversorgung seines Rasierers, damit er einen elektrischen Schlag bekommt, wenn er sich das nächste Mal rasiert. Nee, das mit dem Knallfrosch ist definitiv mein Favorit. Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101? Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres Lebens. Ja, nicht die Mama! Nicht die Mama war's! Der auf... Oh! Das ist jetzt gar nicht mehr so Multiple Choice. Ich nehme den 50-50-Joker. 50-50-Joker! Ja, das ist hier auch so eine Pfandfrage. Stifte niederlegen, allesamt. Das war's, der berüchtigte GOAT. Ich bin mir sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war. Die anderen, nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder zu beten, je nach persönlicher Lage. Was? Das war ein Schultag bei denen? Warum hatte ich nie so Schultage? Komm, Butch, steh auf, du bist bestimmt ein Chlorkenreiniger hier. Geh mir aus den Augen. Gaswasser-Scheiße-Installateur. Bitte schön, Mr. Broch. Ich hoffe, ich hab's gut gemacht. Ich dränge mich vor. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Oh, komm, Butch, komm, Butch kommt. Mal sehen. Ausgezeichnet. Ich denke, für Sie steht eine Karriere als Aufseher an. Danke. Bis morgen dann. Geh mir aus den Augen. Nee, ich komme erst. Ich bin vor Butch. Hier steht, dass Sie sich ausgezeichnet für eine Karriere als Abfallentsorgungsfachmann eignen. Ein Spezialist wohlbemerkt, kein Amateur. Super. Wow, das wollte ich schon immer sein. Meine Träume sind endlich wahr geworden. Ja, es ist erfrischend, so viel jugendlichen Enthusiasmus zu sehen. Gut zu wissen, dass der GOAT seine Sache hin und wieder mal richtig macht. Man weiß ja, was über Affen und Schreibmaschinen gesagt wird. Nun, ich freue mich, dass für Sie alles so gut gelaufen ist. Ich hoffe... So, und jetzt können wir uns Fertigkeiten aussuchen, die wir von Anfang an gesteigert bekommen. Au, mein Knie! Alter. So, und zwar... tun wir mal weg Sprengstoff und wir tun weg waffenlos. Und dann gehe ich auf alle Fälle mit einem auf Sprache und mit dem anderen auf Energie. Ich spiele eigentlich sehr gerne mit Energiewaffen, mit Laser-Fitz-Strahl-Flammkanonen. Und deswegen gehe ich hier jetzt auch auf Energiewaffen. Geh halt hoch jetzt. So, und fertig. Sie unterrichten. Ich bin fertig. Ah, Butch. Darf ich zugeben, dass ich diesen Tag schon lange herbeigesehnt habe? Tschüss. Hallo. Was ist denn Butch? Was ist Butch denn? Wir reden später mit deiner besseren Hälfte. Wir reden später mit deiner besseren Hälfte. Alter, lass hier Wonnie in Ruhe. Drei Jahre später, wir sind 18. Wir sind 19. Verdammt. Du solltest diese Dinge wissen. Vonnie? Na los, du musst endlich aufwachen. Was ist los? Du musst weg von hier. Dein Papa ist weg und die Leute meines Vaters suchen nach dir. Nicht die Mama ist weg? Was heißt hier, mein nicht die Mama ist weg? Gut, für nicht die Mama. Höchste Zeit, dass sich jemand mal gegen den Aufseher durchsetzt. So, so, dein Vater ist sauer auf mein nicht die Mama. Und was hat das mit mir zu tun? Er hat die Wort verlassen. Ich weiß nicht wie, aber er ist weg. Und mein Vater...
Er ist ziemlich ausgerastet. Ich habe da eine Idee. Wir beide können, bevor ich hier nochmal kurz, hier mal kurz, hier, wir spielen ja hier schon eine Stunde, wir könnten jetzt, jetzt wäre der erste Pimper-Break angebracht. Alter, was hat der für crazy Augen hier? Jetzt zieht sie nach links. Jetzt nach rechts. Naja. Es ist Jonas. Sie haben ihn umgebracht. Die Leute meines Vaters, sie haben ihn mitgenommen und ihn... Oh mein Gott, du musst gehen. Sofort. Oh mein Gott, alles okay? Du fängst jetzt auch noch an zu weinen. Dann hast du Jonas getötet. Und ich bin der Nächste. Du fängst jetzt nicht auch noch an zu weinen, oder? Bevor du weinst, ich kann dich trösten und dann kommt endlich der erste Pimper-Break. Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. Ich weiß, Jonas war dein Freund. Aber wir müssen jetzt gehen. Die Leute meines Vaters könnten jederzeit hier auftauchen. Nein, nicht die Mama kann nicht weg sein. Die Tür ist versiegelt. Ganz recht, ich kann hier nicht bleiben. Aber wohin soll ich gehen? Du bist die Tochter des Aufsehers. Kannst du das nicht regeln? Auch wenn das alles wahr ist, wie bist du überhaupt hier reingekommen? Ich muss raus aus der Vault. Und du wirst mir dabei helfen. Offenbar nicht mehr. Aber willst du mir ehrlich sagen, dass du davon nichts wusstest? Er hat dir wirklich gar nichts erzählt? Nein. Oh, das tut mir leid. Sicher hatte er seine Gründe. Vielleicht hätte Jonas es dir alles erklärt. Es spielt aber keine Rolle. Ich kann bei der Flucht helfen. Ich habe meinen eigenen Plan. Was der Wort ausbricht? Wie? Nicht noch einer deiner Pläne, Amata. Ich brauche keine Hilfe. Und ganz besonders nicht von der Tochter des Aufsehers, denn ich habe Muskeln aus irgendwas Hartem und Eier aus Stahl. Es gibt einen geheimen Tunnel, der vom Büro meines Vaters direkt zum Ausgang führt. Du musst den Computer in seinem Büro hacken, um ihn zu öffnen. Hier, damit kommst du in sein Büro. So komme ich jedenfalls immer rein. Haarklammern. Eignen sich großartig als Dietriche. Aufgabe hinzugefügt. Flucht. Hört sich nach einem guten Plan an. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Klingt furchtbar kompliziert. Warum kann ich nicht auf normalen Weg rauskommen? Wieso glaubst du in diesem Tunnel? Dieser Tunnel ist unbewacht. Es könnte eine Falle sein. Nee, das hört sich schon gut an, was die gute Amata hier sagt. Ach, noch was. Ich habe die Pistole meines Vaters gestohlen. Ich hoffe zwar, dass du sie nicht brauchen wirst, aber hier ist sie. Danke, Amata. Ich werde es nur im Notfall benutzen. Sehr gut. Könnte nützlich sein, wenn ich einem Schläger deines Vaters begegne. Nein, behalte sie. Du brauchst es vielleicht dringender als ich. Ich habe mein Luftgewehr. Ich will aber eine Pistole. Die bekomme ich aber nachher auch noch, glaube ich. Ich versuche mal ohne Pistole. Na gut. Könnte nützlich sein, falls ich irgendwelchen Red-Kakerlaken über den Weg laufen sollte. Okay. Ich werde versuchen, dich am Ausgang zu treffen. Nimm dich vor dem Sicherheitsdienst in Acht. Viel Glück. So, und damit beginnt die epische Reise durch Fallout 3. Was haben wir hier? Vault 101 Overall. Einen Vault 101 Sicherheitsarbeiter O-Verral. Und eine Vorkriegs-Baseball-Mütze. Wir nehmen mal alles mit hier am Anfang. Ist gut. Ist alles okidoki. Was haben wir hier? Mein Luftgewehr. Luftgewehr, Munition, einen Buzzleball-Handschuh, einen Buzzleball und einen Buzzleball-Schläger und Stimpacks. So, das ist jetzt das Erste, was ich mache. Ich lege mir hier meine Stimpacks mal auf. Mein Baseballschläger kann ich auch. Hotkey, Baseballschläger. Ne, Luftgewehr kommt dann ja hier. Ne, hier so. Baseball kommt dann da. Kleidung, hat da irgendwas Schutz? Dietrich plus 5 Reparatur, Nahkampf plus 2. Könnte ich jetzt mal kurz brauchen hier. Hilfe! Ne, Stimpacks lege ich auf da, dann lege ich nämlich den Baseball-Bat auf oben. Genau. So, Medex, Schadensresistenz plus 25, steigert die Schadensresistenz. Stimpack, TP plus 54, und zwar nicht Prozent, sondern ihr seht oben, da wo GXT steht, seht ihr erst GW, das heißt Gewicht. Das heißt, wir tragen jetzt 12 von 210 Kilo, glaube ich jetzt eher nicht, aber von 210 Gewicht, so viel können wir tragen. TP, Trefferpunkte haben wir voll. SR, was war denn SR gleich nochmal?
Moment, das will ich kurz gucken. Überlebenshandbuch des Vault-Bewohners. Ich will hier kurz gucken, was RSR jetzt heißt. Das habe ich nämlich vergessen. Es ist wieder unglaubliches Chaos hier. Es ist ja auch schon fast 10. Was haben wir hier? SR. Schadensresistenz im Prozent, die den Gegenstand bietet. Je höher, desto besser. Ach, das ist Rüstung. Rüstung. Okay, das ist Rüstung oder so. Dann haben wir hier noch unsere Fertigkeiten. Hier haben wir die Quest. Future Imperfect. Ach so, das ist das mit dem Goat. Und jetzt ziehen wir mal unseren Basketballschläger. Bleiben Sie sofort stehen. Bin ich da? Hören Sie mir das ab! Ich wurde Musste ich das jetzt so tun? Oder hätte der mir irgendwas gesagt? Hey, ich will den Knüppel auch. Bringt der Knüppel mehr? Polizeiknüppel. Schaden 7. Nee, aber wir könnten einen Helm aufsetzen. Und! Haben wir denn Sicherheit? Bringt ein bisschen mehr Rüstung! Damit sehen wir jetzt aus wie der Typ vorhin. Ich spiele nie in Third Person. Zum Schleichen oder Kauern LS drücken. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier genau hin muss. Sie müssen mir helfen. Meine Mutter ist mit den Red-Kakerlaken da drin eingeschlossen. Na, sieh mal einer, guck. Butch bittet um Hilfe. Wenn du bloß wüsstest, was Ironie bedeutet. Schöner kommt er. Na los, sehen wir, ob wir ihn helfen können. Nein, ich kann da nicht nochmal reingehen. Es ist so dunkel da drin. Auch gibt's da Red-Kakerlaken. Wo ist überhaupt die Mutti? Puh, danke. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Was ist los? Es muss jetzt hier schnell gehen. Was ist los? Ich hab dich, Mutti von Butch! Ich hab dich, Mutti von Butch. Das war nicht sehr nett. Was? Ich hab gar nichts getan. Oh Gott. Kakerlakenfleisch. Wir haben es geschafft. Meiner Mutter wird nichts passieren. Sie sind der beste Freund, den ich je hatte, Mann. Hey, ich weiß ja, dass es nicht viel ist, aber ich will Ihnen meine Tunnelschlangenjacke schenken. Na los, nehmen Sie sie schon. Wie förmlich der gute Butch plötzlich ist. Wir nehmen ja alles mit. Eine leere Flasche ist Wodka, ey. Hula-Puppe kann man nicht mitnehmen. Hier noch. Ach, weißt du was, wir nehmen alles mit und verkaufen dann in der nächsten Stadt einfach. So einen ganzen Schwung voller... Nee, das ist zu viel, ist gut. Sie sind der Größte, Mann. Der Allergrößte. Dank Ihrer Hilfe wird jetzt alles wieder gut werden. Ich weiß. Kommen Sie. Alan Deloria, Butch. Ach so, er ist gerettet, werden dann mal schön sich einen ansaufen. Kein Zugang? Okay, ach, da ist die Nadel. Genau, hier links unten ist die Nadel. Sich in ihre Quartiere zurückzuziehen. Die Red-Kakerlaken-Plage konnte unter Kontrolle gebracht werden. Behindern Sie keinesfalls. Ja, das ist schön mit der Kakerlaken-Plage. Könnt ihr mal die Aufseherplage hier. Ja! Ratata, boom! Oma Taylor! Oh nein! Oma Taylor! Na, oh, kein Nude Patch. Oh. Naja, was soll's? Habe ich jetzt irgendwas in die Red Kakerlake hineingestopft? Nö. Kann ich hier alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist? Toaster. Gläser. Ist das eigentlich ein Klon? Nee, das ist einfach nur eine Schraube. Kein Zugang. Jedes zweite verdammte Ding hier ist kein Zugang. Geh jetzt da raus. Ins Atrium. Das ist eine ultra bescheuerte Disco hier bei uns in der Nähe. Wow. Oh, mein Gott.